Hallo und herzlich willkommen bei Rising World mit Wolle 158 zu einem Workshop. So, es geht um den Workshop Türme bauen. Kommt ja immer wieder vor, dass man da ein paar Probleme hat, aber ich will euch mal zeigen, wie ich das mache, dass man hier wirklich einen Turm bauen kann in jeder beliebigen Größe. So, hier sehen wir schon den inneren Kreis, der zuerst gemacht wird, und dann kann man die Sache hier noch schön erweitern, so dass man sich also wirklich einen riesen Turm bauen kann. Es gibt natürlich Probleme, und zwar als allererstes müsst ihr reingehen in die Konsole und sagt: Na, machen wir es mal andersrum. Wir werden es mal von Anfang an machen. Normalerweise haben ja eure Balken diese Größe hier. Und ihr macht den Balken zuerst mit der längsten Einstellung, die es gibt für den Balken. Und dann so klein wie möglich. So, das ist das Allerkleinste. Dann packt ihr den Balken hin. So, bei mir geht es jetzt ein bisschen langsamer. Ich werde es noch mal kurz hier rückgängig machen, dass wir das mal ein bisschen beschleunigen können. Ja. So, dann packt ihr den Balken hin, dass er wirklich flach liegt. Zweiter Schritt wäre, ihr geht in die Konsole rein und setzt da drin ZR für die Rotation. ZR gleich hintereinander geschrieben, Pfeilzeichen 1, Enter. Damit habt ihr jetzt eine ganz kleine Rotation, ganz kleinen Rotationswinkel drin. Jetzt nehmt ihr euch das Raster, bitte nicht das allergrößte nehmen, das würde dann so aussehen, mit der Minustaste eins kleiner gehen und dann habt ihr so. Ich setze das hier mal an. Es kann passieren, dass die Geschichte immer wieder rausspringt und versucht dann eben zwei, dreimal immer wieder, es wird funktionieren. So, jetzt gehen wir dann Stück für Stück einmal eingerastet. Da liegt unser erster Balken jetzt. Wieder ein Schritt weiter mit der Pfeiltaste, wieder ein Schritt. Und ihr seht, das Teil packt sich jetzt wunderbar rum. Versucht unterdessen nicht die Maus irgendwie zu verrücken oder sonst was, sondern bleibt schön an einer und derselben Position. Man kann es auch nachkorrigieren, wenn man wirklich rausspringt oder jetzt die Teile alle sind. Ja, wir brauchen hier eine ganze Menge, um dort wirklich einmal in den Kreis rumzukommen. Ich glaube, das sind insgesamt drei komplette Packungen, die wir hier brauchen. So, jetzt sind wir rausgesprungen. Ihr seht's, weil unsere Balken alle sind. Dann springt natürlich auch das Raster raus und ihr nehmt euch dann euren nächsten Packen, den ihr drin habt hier. Ich werde mal hier komplett auffüllen, ja. So, ich habe nämlich vorher noch mal ein paar Mal probiert. Es klappt also wunderbar. So, ihr seht, unser Balken, der hängt jetzt immer noch in dieser Position drin. Ihr schaltet also euer Raster wieder ein und versucht jetzt hier genau wieder anzulegen. Ihr seht es denn so an diesen Flimmern, so wie bei mir, dass er jetzt wieder richtig liegt. Dreht eins weiter, seht ihr, und ihr könnt hier ganz gemütlich dann den Kreis weiterziehen. Was jetzt passiert, das weiß ich natürlich nicht hier. Und nochmal machen, nochmal ansetzen hier. Ja, kann immer wieder mal passieren, dass ihr rausfliegt oder irgendwas dazwischen kommt, aber ihr seht, man kann wieder neu ansetzen und ihr könnt diese Teil ganz gemütlich weiter drehen. So, jetzt könnten wir das eine halbe Stunde so weitermachen. Na, mal gucken, wir haben ein bisschen Zeit, haben wir ja, bis dieser Kreis denn komplett ist. Ja, das ist nämlich eine ganz interessante Sache. Je nachdem, wie weit man oder wie groß man jetzt die Balken zieht, hat man die Möglichkeit natürlich, dann nachher den Turm dementsprechend aufzubauen. Man muss nur gucken jetzt letztendlich, dass dieser Kreis so perfekt wie möglich ist. So, wir sind wieder raus, ja, weil unser Material wieder alle ist. Wir nehmen uns den nächsten,
schalten wieder Raster ein, gucken, dass es flimmert und wir können weitergehen. Nicht aus Versehen hier auf die Shift-Taste raufkommen. Wenn das passiert, dann haut ihr komplett ab und erst recht darauf achten, dass ihr nicht diesen Magneten eingeschaltet habt, dann geht das ganze Ding nämlich schief. So, also wirklich alles andere auslassen, nur in der Konsole ZR1 einschalten, den Balken so schmal wie möglich, so lang wie möglich, je nachdem, wenn ihr natürlich einen Brunnen bauen wollt, dann macht er ein bisschen kleiner oder so. Aber für Türme in verschiedener Größe packt euch so eine richtig große Sonne ein. So, und es ist natürlich so, wer Türme machen möchte oder hochbauen will nachher, der sollte das auf jeden Fall mit Balken machen. Die ganze Geschichte geht natürlich auch mit Brettern, das ist überhaupt kein Problem. Bloß das Problem dabei wäre, wenn ihr das mit Brettern macht, dass ihr denn die Balken nicht ansetzen könnt. Und zwar, jetzt nehmen wir uns mal einen Balken. Ich werde mal hier jetzt ganz genau, ich mache das immer so, ich habe immer so ein Maß dafür da. So, schalte meinen Raster jetzt wieder ein, nachdem ich mir jetzt einen Balken ausgesucht habe hier. Richte den auf, mache den so fett wie möglich und das ist dann nämlich eine neue Blockgröße und dann mache ich ihn runter, reduziere den von der Höhe her auch auf Blockgröße und durch die Einrastfunktion hier, durch den Raster, seht ihr, passt der ganz neues Block. So, wenn wir jetzt nämlich ansetzen wollen und schalten den Magneten ein, zack, richtet der sich ganz genau aus. Seht ihr? So einfach ist das. Ihr müsst nur dann darauf achten, dass ihr unten direkt an diese N von den Balken rankommt, die ihr gelegt habt und schon legt sich das Ding hier wunderbar in den Kreis rein. Wenn ihr Bretter genommen habt, habe ich ein paar Bretter da, ja, ich habe ein paar Bretter da, zeige euch auch gleich. Dann passiert dort Folgendes. Ich mache mal die Bretter, lege mal um hier. Müssen wir erstmal wieder unseren ZR auf 15 schalten, dass wir hier das Brett auch umlegen können. So, haben wir umgelegt, wunderbar. Jetzt machen wir es noch auf die größte Länge. Machen das mal auch ganz schmal, schalten jetzt den Raster ein und drehen mal so ein Brett jetzt. Müssen wir jetzt natürlich wieder unser ZR1 umschalten, die kleinste Rotation. So, wir haben den ersten Balken gelegt und ihr seht, da springt er jetzt auch schon raus hier. Jetzt wird es ein bisschen, ja, jetzt flimmert er, jetzt haben wir die richtige Stellung. Zack. Und wir können das genauso drehen, sieht unterm Strich nachher nicht anders aus als wie mit den Balken. Der Unterschied dabei ist, Moment, machen wir mal ein bisschen mehr hier, so. Okay, reicht aus. So, der Unterschied dabei ist, ihr habt gesehen, ich kann hier einen Balken nehmen, den ich richtig angesetzt habe und wenn ich den jetzt hier ranklatsche, dann dreht der sich ganz normal, seht ihr? Ja, durch diese Enter-Funktion, ja, durch diesen Magneten. So, wenn ich das hier machen will, da springt der in der Mitte nämlich von dem Brett drin. Ihr kriegt den Balken hier hinten nicht ran. Also, nicht mit Bretter diese Kreise machen, sondern mit dem Balken. Und jetzt habt ihr nämlich die Möglichkeit, das auch hochzustapeln. Na, sonst würdet ihr da niemals einen Turm hinkriegen. Und hier, so klappt das jetzt einwandfrei und ihr seht, euer Turm nimmt die Rundung an. Der Vorteil ist, wenn ihr euch immer so einen Kreis hier fertig gemacht habt, dann könnt ihr den natürlich auch beliebig erweitern. Das heißt, ich nehme mir wieder einen Balken, mache den so klein wie möglich, so schmal wie möglich, ja, und jetzt nehme ich noch die Länge, bis wohin ich meinen Turm haben möchte. So, und wenn ich dann eben so einen riesen Turm haben will, die Magnetfunktion, und jetzt setze ich immer ganz genau
nämlich wieder hier an. Und ihr seht, er dreht sich dann wunderbar nämlich mit. Na, jetzt habe ich das eben daneben angesetzt. Da kommt es drauf an, gut, dass der Fehler eben passiert ist. Da kommt es wirklich drauf an, dass ihr an diesen gedrehten Balken ansetzt, nicht an den daneben. Durch die Magnetfunktion liegt das, ich nehme gerade daneben und dann bekommt ihr nicht die Rundung hin. Also immer hier schön an diesen gedrehten Balken hinlegen und so, dass der so dicht wie möglich ran ist. Seht ihr das? Er rutscht so ein bisschen nach, da müsst ihr so ein bisschen Geduld haben. Jetzt ist er richtig drin. Hier nochmal. Ein bisschen drehen, jetzt ist er richtig drin. Ja, das muss dann flimmern. Und jetzt ist er drin. Und ihr seht, euer Kreis, der wird immer größer. Natürlich kann man das dann nochmal erweitern. Ich zeig's mal her. So, und ihr seht, das Ding, das wird ein Riesenturm. Wenn ich jetzt nämlich ansetze, rechnen wir mal nochmal unsere Steinblöcke jetzt hier. Größe und auf Blockhöhe runterbringen. So. Wenn wir jetzt dort oben an dem längsten ansetzen, dann reicht es immer noch, auch wenn der vorne auseinander geht. Raster raus und jetzt nehmen wir hier vorne mit Enter. Ja. Na, was nun hier? Jetzt will er nicht. Ja, das ist natürlich, weil hier ab und zu leider der Magnet nicht richtig funktioniert. Ja. So wie jetzt reagiert er überhaupt nicht mehr und das ist dann immer noch das Ärgerliche hier. Das ist leider immer noch nicht gefixt, dass das hier richtig funktioniert mit dem Magneten. So, dafür gibt es aber eine Möglichkeit, manchmal klappt das ja, indem ihr oben in der Konsole eingebt, Fixkonstruktionswrench. Also sagt oben einfach Fixkonstruktionswrench. So, mal gucken, da seht jetzt oben die Meldung, das ist eingeschaltet und wenn wir mal gucken, ob das jetzt klappt, jawohl, seht ihr, und er rastet jetzt auch ein. Und hier, wenn ihr selbst diesen schon nehmt, klappt das wunderbar und ihr kriegt dort euren Kreis raus. Das wird jetzt schon ein riesiger Kreis. Wenn euch das noch nicht reicht, dann könnt ihr nochmal erweitern. Also wie gesagt, schafft euch erst so einen Grundkreis. Wir machen es mal hier. Schafft euch erst einen Grundkreis und dann kann das Ding beliebig hier eben erweitert werden. Ich mache es mal klein und wieder so lang es geht. Natürlich hat es dann irgendwo seine Grenzen. Wenn ihr denn oben diese Teil auseinander spreizt, aber hier geht es auch noch. Wenn wir da jetzt mal zwei große Balken nebeneinander ansetzen, ja, ich nehme einfach mal kurz diesen hier, macht das mal ein bisschen kleiner, ohne das jetzt abzumessen, aber dann seht ihr auch, dass das selbst, was habe ich denn jetzt, das hat die Bretter hier drin, ja. So, dann seht ihr auch, dass das immer noch ausreicht. Also, die dürfen auseinanderklappen, praktisch auseinanderklappen bis zur kompletten Blockbreite. Und dann habt ihr da überhaupt kein Problem mehr, dass die denn dort anrasten. Seht ihr, klappt alles wunderbar. Ja, also hier, das würde auch noch reichen. Da, die haben immer noch eine Überlappung drin, also kann noch größer werden. Überleuchte euch mal, was das für ein Riesenturm werden kann. Ne? Hauptsache,
Hier vorne klappen denn die Blöcke nicht auseinander. Und solange wie das nicht passiert, könnt ihr da wunderbar einen Riesenteil machen. Natürlich ist das Schillern, wenn er das hier jetzt so anlegt, natürlich ist da das Schillern dieser Blöcke dann immer noch ein bisschen mehr. Tritt das im Vordergrund, ja, aber meistens nur seltsamerweise an den oberen Flächen hier. Wenn man den hochbaut, da seht ihr schon, wird das Teil wirklich schön rund, soweit es natürlich geht. Nochmal zurück auf diesen Brunnenbau, je nachdem, wenn ihr eben mit solchen kleinen Teilen arbeiten wollt, das geht ja denn genauso. Achtet nur darauf, dass ihr immer so dicht wie möglich die Blöcke setzt hier. Ja, und dann seht ihr schon, wie schön ihr dort diese Rundung formen könnt und dann natürlich auch übereinander setzen könnt, aber da dann immer auch zu sehen, dass ihr nicht den Block daneben trifft, sondern wirklich den da unten, und dann kriegt ihr dort euren Turm, eure Rundung oder alles Mögliche daraus. Habt ihr den Kreis bedeutend kleiner angesetzt und wollt da zum Beispiel Türbögen oder ähnliches haben, dann kann man das natürlich auch genauso machen. Wenn man den Türbögen, da habe ich das so circa auf diese Größe gemacht, und ihr seht, wenn man dort diese Rotation auf 1 eingesetzt hat, dann kann man da auch seine Türbögen machen. Ja, also klappt immer, denn wie gesagt, das Wichtigste ist nur einmal den Kreis fertig gemacht, und dann könnt ihr euch jede beliebige Größe als Turm hinbasteln. Überlegt euch mal, das ist ja schon fast hier ein ganzer Festungsturm. Gut, das sollte erstmal wieder gewesen sein. Ein kurzer Workshop zum Bauen von Türmen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ciao, ciao, sagt euch wohl 158.